Hallo, wir sind Menas Moos aus Frankfurt am Main, hier bei Diffus in Berlin. Und wir zeigen euch heute die Top 5 Biere, die wir hier in der schönen Stadt Berlin gefunden haben im Laufe des Tages. Let's go! Darf ich mit dem ersten anfangen? Ja. Okay. Und zwar habe ich da dieses hier. Das gab es im Rewe. Und das habe ich einfach ausgewählt, weil das ein Bier ist, was ich einfach schon sehr lange trinke, was mir gut schmeckt, was relativ günstig auch ist. Und kennst du es, Vicula? Ja, ja, schon. Ja. Und ich würde es einfach mal aufmachen und sagen, was so für Gefühle aufploppen. Ja, das ist dieser Vicula-Geruch. Ja, das ist ganz klar ein Vicula. Ich schöpfe das mal zu mir rüber. Darfst du auch nehmen in die Hand. Gute Wahl, finde ich gut. Danke. Kompliment. Ich sehe das als Kompliment. Vielen Dank. Also Vicula auf jeden Fall empfehlenswert. Gibt es hier in Berlin bei Rewe und wie hieß der andere Laden? Ich habe es vergessen. Kaisers, weil von Kaisers habe ich zum Beispiel auch Nummer 4. Das wäre das Vicula Pilsner. Das sieht gut aus. Gab es bei Kaisers im Angebot. Das würde ich jetzt auch gerade mal aufmachen. Ich hatte gestern auch einen Schultheiß probiert. Das war auch sehr gut, aber ist dann doch auf Platz 6 runtergerutscht. Mhm. Vicula hat mich einfach da mehr überzeugt. Ich probiere es mal gerade. Unfassbar erfrischend aus, wenn du das trinkst. Darf ich da auch einen Schluck von nehmen? Es fühlt sich auch gut an, wenn es so aus dem Mund rausläuft während dem Trinken. Ja, das setzt nochmal einen drauf. Finde ich richtig geil. Trinkst schon lange? Seit heute, ja. Okay. Kaisers. Kaisers. Hm? Ja, Kaisers. Platz 3, oder? Das ist das, was mir vom Design so halt einfach am besten gefällt. Warum? Meine Lieblingsfarbe ist grün. Okay. Ich bin ein Fan vom Frühling. Wir haben jetzt wieder Frühling. Die Blätter werden grün. Zu den grünen Blättern, frischen Knospen, brauche ich ein frisches, grünes Bier. Und das ist bei mir in dem Fall halt Vicula. Du hörst praktisch, aus dem Bier hört man das Amselmännchen zwitschern und auch die Blaumeise. Und den Grünspecht. Die Nebelkrähe? Nebelkrähe, ja. Flamingo? Nebelkrähe habe ich eben hier gesehen. In Berlin gibt es Nebelkrähen, bei uns gibt es die normalen Rabenkrähen. Ich bin Ornithologe, wissen viele nicht. Aber ja, zurück zum Bier. Das war das Frühlingsbier, ne? Ja. Ja. Tipptopp. Mhm. Ja, gönn dir ein bisschen Frühling, mein Bro. Mhm, ja. Der hat Bock auf Frühling, der Typ. Nice. Ja, Frühling. Die Nummer zwei. Ich habe, wie gesagt, in den letzten Tagen... Nein, noch einmal. Letzten, das ist übrigens doch der Frankfurter Tornado, der geht so. Okay. Vor allem, wenn ich es gleich aufmache. Ich habe viel durchgetestet. Preis-leistungsmäßig hat mir das Vicula sehr gut gefallen. Das ist ein Bier aus... Dortmund. Und... Achtung, darf ich ganz kurz einhaken? Dort... Mund. Genau. Ich bin ein Hurensohn. Let's go weiter. Sorry für die Unterbrechung. Ich mach das jetzt mal auf und guck mal, ob das auch wirklich schmeckt. Mhm. Vergleichbar mit Nummer 4. Liegt ein bisschen schwerer im Magen. Kann aber auch daran liegen, dass ich eben schon Nummer 3, 4 und 5 getrunken habe. Warte mal. Ich weiß nicht, ob mich das so anspricht. Ja, deins war frühlingshafter. Okay. Probier mal. Das ist jetzt einfach Vicula aus Dortmund, okay? Das ist, ja, Vicula. Nee. Nee, schmeckt scheiße. Ja, komm. Das ist wirklich Dreck. Wir müssen auf die 3 nehmen. Nehmen wir es auf die 3, ja, würde ich sagen. Nee, fand ich, das hat mir gar nicht geschmeckt. Das war widerlich. Umso besser, dass wir jetzt zur 1 kommen. Die 1 macht... jeden Scheißhaufen, den du vorher im Mund hast, wieder weg innerhalb von wenigen Schlücken. Allerdings haben wir nichts mehr zum Aufmachen. Lars Kolbe höchstpersönlich macht unser Bier auf. Guck mal, der Vicula auf dem Handy. Was er gerade auf Wikipedia guckt, Vicula. Witzig, weil er wusste natürlich vorher schon, was unsere 1 ist. Es ist tatsächlich Vicula. Würzig, frischer Geschmack, Pilz aus Dortmund. Trinke ich schon echt eine Weile, schon seit meiner Jugend. War halt immer das günstigste Bier, was es im Rewe gab. In einer Flasche 033, also da geht nichts drüber und ich spüle den Rotz von eben mal weg. Und das ist wirklich halt immer, das ist der Punkt, warum Vicula eigentlich unsere 1 ist. Und wir sind sehr froh, dass es das hier in Berlin gibt.
Könntest du mir die 2 nochmal geben? Würde ich gerade mal hier so diesen Umdreh-Trinker mit dir machen. Okay. Wie geht es? Ich sag vorher schon mal, war schön hier zu sein. Viele Grüße aus Frankfurt. Wir lieben euch. Und wir trinken jetzt mal nochmal die 2 und die 1. Was ist das für ein Scheiß hier? Komm, gib mir nochmal die 1 zum Abschluss. Vielen Dank, dass wir da sein konnten. Kauf unser Album. Bitte. Ich wollte dich jetzt eigentlich noch küssen. Boah. Schmeckt die 1. Du bist meine 1. Ja.